Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 8. Seit dem letzten Mal ist ein bisschen was passiert. Das sollte man vielleicht hier unten bei meinem unter meinem Seed-Level sehen, denn ich habe jetzt auf einmal 5,5 Millionen Gil. Das Ganze hat einen guten Grund, denn wir werden heute CD2 beenden und ich wollte mir Erzengel holen. Eigentlich noch in CD2, aber das wird nichts. Denn bis ich mal diese Phönixringe bekomme, kann es auch gleich sein lassen. Jetzt aber. Dennoch. An das Zeug zu kommen, brauchen wir den Medizinwandler. Aber den kriegen wir erst von Alexander. Und deswegen, habe ich mir erstmal ein bisschen Gil besorgt, denn wir brauchen dann jede Menge Phönixfedern. So, aus dem Grund habe ich Tomberry ein bisschen trainiert und habe mir Falschen und Betrügen geholt. Stammkunde hatte ich ja schon. Und das hat einfach nur einen simplen Grund und den zeige ich euch jetzt. Wir hoffen jetzt mal ganz schnell, wenn er auftaucht. Das ist super. Denn ihr könnt wirklich fast 1 Million Gil plus machen mit ihm hier. Wie, das zeige ich euch jetzt. Um das zu machen, müsst ihr einfach nur zu ihm gehen. Wenn das Spiel mich nicht die ganze Zeit davon abhält. Wohlgemerkt. So. Also, wir gehen zu ihm. Und quatschen ihn einfach ganz normal an. Jetzt kann man bei ihm Sachen kaufen. So, das ist jetzt das Gute. Wenn ihr Zelte habt, ich müsst bei ihm die Zelte kaufen. Die Zelte werdet ihr nämlich brauchen, um Folgendes herzustellen. Erst einmal gehen wir auf das Reitmittel. Wir müssen immer ein bisschen umsortieren. Einmal das hier. Dann können wir nämlich das hier auch mal umsortieren. Moment. So. Wir gehen zu den Abilities auf Heilmedizin. Gehen zu den Zelten und erstellen aus einem Zelt, also aus 4 Zelten, die ihr für jetzt mittlerweile 3000 Gil kauft, ein Mega Potion. Also 3000 Gil für ein Mega Potion. So. Und dann verkauft ihr eine Mega Potion für 7500. Heißt, ihr macht einfach 4500 Gil plus. Also ich würde sagen, das ist ein super Vorteil, wenn man das so macht. Da man so richtig schnell an Gil kommen kann. Und ihr so, wenn ihr sowas macht wie ich jetzt hier zum Beispiel, auch definitiv brauchen werdet. Aus dem Grund habe ich so ein bisschen Gil gemacht. Ihr seht, zack, 200.000 mehr. Geht ganz schnell. Ich habe es dann immer so gemacht, dass ich immer... Oh, jetzt ist er weg. Verdammt. Den laden wir jetzt nochmal neu. Ich habe es dann immer so gemacht, dass ich mir 100 Mega Potions angesammelt habe und habe die dann alle verkauft. Das sind etwas mehr als 1 Million Gil, wenn man sie alle auf einmal verkauft. Und dann kauft ihr euch einfach immer wieder 100 neue Zelte. Das sind gerade mal 75.000 Gil. Ganz einfach. So. Und so verdient ihr ganz schnell Gil. Einfach den Tomberry und alles ist geklärt. Dann habt ihr nie wieder Gil-Probleme. So, wir sortieren mal wieder unser Inventar und machen jetzt mit der Story natürlich weiter, wie bereits erwähnt. Ich muss jetzt nur kurz schauen, wer Diabolos hat, damit ich das mal ganz kurz ausrüsten kann. Hier, Gegner 0%, denn ich werde jetzt, bis wir Alexander haben, Gegner vermeiden. Einfach ausweichen. Ist wohl das Beste. Aber wir kriegen noch 3 GFs auf dieser CD. Mindestens. Ich könnte mir wahrscheinlich sogar schon mehrere holen. Aber... Nee, die 3 sollten sie erstmal... Sollten erstmal genügen. Darum gehen wir jetzt einfach mal schön hier hoch. So, okay. 3. Stock.
Hallo! Na, was geht nieder, mein Bester? Ja, genau, wir wollen ablegen. Mein Team, das bleibt natürlich wie es ist. Ich bin zufrieden mit dem Team. Und ja, hier habe ich versucht, die Chimären zu erfahren. Ich habe es dann gelassen. Wir werden jetzt auf jeden Fall weitergehen. Ich frage mich jetzt nur eins, kann ich mit dem Bannabgarden zufälligerweise auf die Forschungsinsel? Ist sie denn überhaupt schon da? Oder geht das nur mit der Ragnarök? Einfach mal hingehen. Ich fände es klasse, wenn es geht, aber irgendwas sagt mir, nee. Wird nicht klappen. Ich glaube, die Forschungsinsel ist noch nicht zu sehen. Okay, also die Forschungsinsel ist nicht hier. Falls man gerade was im Hintergrund gehört hat, tut es mir leid, das ist meine Familie, mein Bruder und mein Vater, die ein bisschen Quatsch machen. Das tut mir wirklich, wirklich leid. Wir könnten auch erstmal nach Dollet. Dollet, sage ich schon. Doch, das ist doch Dollet, oder? Was sucht ihr hier? Passt auf, was ihr tut. Wir sind Söldner des Dorfes. Und gleichzeitig auch Gardenabsolventen. Was? Ihr kommt auch aus dem Garten und seid auch noch Seeds? Dann seid ihr unsere Freunde. Viel Erfolg! Söldner haben es wirklich gut. Wir verdienen gut und bekommen auch noch Wohnungen umsonst. Ich habe mir sagen lassen, dass jemand das Dorf finanziell unterstützt, aber warum eigentlich? Ich glaube, ich weiß wer. So, erstmal kommen wir uns hier ein bisschen wieder hoch. Wir werden auf jeden Fall später Phönixfedern brauchen. Ganz, ganz viele Phönixfedern. So, alles, was mir jetzt fehlt, wird wieder hochgekauft. Okay. War ich hier schon drin? Ja, hier kann ich jetzt auf jeden Fall rein. Hier ist übrigens keine Übernachtungsmöglichkeit, deswegen gibt es hier auch keine Timbermaniacs. Aber vielleicht irgendwo anders. Wir müssen uns auf jeden Fall hier ein bisschen umschauen später. Für ein paar Vasen und so. Ne, da wollte ich nicht hin. Wir laufen jetzt einfach mal ganz schnell. Da lässt er was fallen. Da liegt was. Eine Scherbe erhalten. Das könnt ihr jetzt übrigens immer wieder machen. Also zumindest ein paar Mal. Dann lässt euch immer wieder was Schönes droppen. Ein Gießerkraut. Das Gießerkraut ist sehr gut. Mit dem Gießerkraut können wir nämlich was Tolles machen im Kampf. Na, was fällt jetzt runter? Was Rotes. Das ist, glaube ich, eine Phönixfeder. Und beim vierten Mal kommt nichts. Und noch ein fünftes Mal, okay. Na komm, wo ist er? Man kann hier was Lustiges triggern und das will ich gerade machen. Genau das. Mal ungerecht, oder? Jetzt taucht der Chocobo auch nur noch auf, wenn wir weit genug weg sind.
Natürlich erst, wenn wir neu laden. Natürlich erst dann. Hier wurde eine Treppe mittlerweile gebaut und da unten kann man jetzt hin. Hey, ihr da, passt auf, wo ihr steht, das ist gefährlich. Seht zu, dass ihr da nicht abrutscht. Man kann da doch hin, oder? Man kann da doch hin. Man konnte da noch hin, oder? Oder bin ich jetzt irgendwie ganz falsch? Ich bin mir sicher, dass man da hin konnte. Oh Mann. Vielleicht, wenn ich hier rumgehe. Nee, okay. Aber der Saugenzauber, den nehmen wir doch mit. Die Frau. Bei ihr gibt es eine Scherbe. Etwas? Sind sie nicht schön? Diese hat mir eine Frau namens Rain gegeben. Leider ist sie von uns gegangen, nachdem sie mit einem Außenseiter zu tun hatte. Aber diese Blumen sind noch hier. Niemand wusste so viel über Blumen Bescheid wie Rain. Da ist was. Eine Scherbe. Das ist die zweite. Ich glaube, man kriegt hier irgendwo noch mehr Scherben. Man kriegt auf jeden Fall viele Scherben hier. Bum, bum, bum. Die Scherben sind für so eine kleine Sidequest gut. Hier ist zum Beispiel eine Sidequest, die kann man auslösen. Raiden? Nein, das ist sie nicht. Was wollt ihr hier? Macht bitte keinen Lärm in meinem Atelier. Hier hat früher Rain gelebt. Die Katze? Was guckt ihr mich denn so entgeistert an? Naja, hier gibt es tatsächlich einen Geist. Das klingt interessant. Ich muss irgendwas mit der Katze machen. War es nicht so, dass ich irgendwie die Katze anklicken musste? Nee. Irgendwas hier. Es war doch irgendwas hier. Der Duft einer weißen Blume im Erdgeschoss, ob ihr ihn spüren könnt? Ja. Hier. Da. Das Ding. Und da. Rain? Oh, ist nur die Katze. Jetzt auch eine weiße Blume. Aber wir müssen, glaube ich, nochmal die hier anklicken. Nein, die Katze. Sie hat was im Mund. Eine Scherbe. Ja, das ist die dritte. Ich glaube, es gibt 5 Scherben. Aber ich bin mir echt nicht mehr sicher. Werden wir aber rausfinden. So viel steht fest. Das ist meine Aufgabe heute. Hier können wir auch nochmal rein. Ich glaube, hier gibt es keine Scherben. Aber hier kann ich mal hochgehen. Hier ist übrigens der Vigra-Zauber, aber den kann ich nicht ziehen. Hier liegt was. Das sieht so auffällig aus, dass es schon wieder unauffällig ist. Ich verstehe schon. Hallo, diese Rüstung klicken wir an. Nicht die Rüstung, das Bein. Nee, den Mann quatschen wir an. Meine Basis ist weg. Das wertvolle Stück. In den letzten Tagen passieren wirklich komische Sachen. Das waren Gespenster. Diese Scherbe, es ist ein Teil meiner Vase. Mein Gott. Lässt sich nicht ändern. Ich werde sie wieder zusammenkleben. Sagt mir Bescheid, wenn ihr mehr findet. Es fehlt nur noch eine Scherbe. Die kriegt ihr hier. Ich suche ein Bein. Wo ist mein Bein? Oh mein, lass das. Ich habe absolut nichts gesagt. Mach keinen Scheiß, okay?
Gruselig. Ja, hallo. Tschüss. Und hat was fallen lassen. Chocobo Kids? Ja, nix mit Geistern hier. Da liegt was. Eine Scherbe erhalten. Jetzt haben wir alle Scherben. Ihr wart wirklich hilfreich. Nehmt das bitte mit. Ich hoffe, dass es euch etwas bringt. Der Holy Stein. Dankeschön. Bestimmt hilft er mir irgendwie. Jetzt können wir hier weg und können hier mal ein bisschen im Kreis rennen. Die Reihenfolge ist nämlich egal, aber hier kann man dann auch was Schönes machen. Hoffentlich habe ich es schon gemacht. Wenn ich es schon in einem vorherigen Stream gemacht habe, dann tut es mir leid. Dann bin ich echt bescheuert. Dum, dum. Oh mein Gott. Ich hoffe, ich habe es schon gemacht. Wir gehen jetzt auf jeden Fall weiter. Wir müssen nach Ballam. Das weiß ich noch. Ja. Denn in Ballam, da ist eine schöne Herausforderung, die wir machen wollen. Wir sind aber blöd gefahren. Nochmal. Wir müssen einmal hier rum. Hier ist übrigens auch noch eine Mission, die wir später mal noch machen müssen. Wenn wir die 100% haben wollen, auf jeden Fall. Und wird auch so kommen. Aber wir haben Zeit dafür. Muss ja nicht sofort passieren. So, wir rammen jetzt den Garten hier. Ein bisschen stärker als dieser Garten. Dass die aber auch fliegen können, schon beeindruckend. Aber wir haben festgesessen. Ich kann das Spiel verbuggen. Yes. Seht euch das an. Willkommen, Ballamp. Was ist denn hier los? Was ist hier passiert? Diese Stadt wird im Namen der Hexe Idea gesperrt. Unerlaubtes darf niemand durch. Es bleiben. Es wird einige Tage so bleiben. Oh. Shit. Jetzt habe ich die Nachricht nicht gelesen. Ich habe jetzt einfach weiter geklickt. Egal. Also. Hallo. Warum kann ich den nicht anklicken? Zu Tagen ist die Stadt gesperrt. Unsere Tochter wartet auf uns, aber wir können nichts machen. Die Hexe hat Soldaten hat Soldaten hierher entsandt. Heißt das, dass die Welt vor ihr kapituliert hat? Ja, das glaube ich nicht. Da muss Xell ansprechen. Hey, wie sieht's denn drin aus? Warum läuft ihr herum? Verdächtig. Was suchen die Gabardianer in der Stadt? Was ist mit euch? Seid ihr Einwohner? Jo, ihr könnt doch wenigstens die Einwohner reinlassen, oder? Betreten verboten heißt, dass niemand hinein oder hinaus darf. Verstehst du, was ich sage? Ja, ist ja gut. Hä? Willst du mich verarschen? Ja, Axel, Villa. Kannst ihn hauen, okay? Hau ihn einfach. Also sagt es, dass die Stadt gesperrt ist? Das heißt doch, dass auch der Informationsaustausch gestoppt ist. Schade, wir hätten Infos über Ilion. Was? Ilion? Stopp. Erzähl, los, ihr kennt Ilion? Ich bin mir noch nicht sicher, dazu muss ich in der Stadt etwas nachprüfen. Lasst uns also rein. Wenn ihr etwas herausgefunden habt, berichtet das dem Kommandeur im Hotel. Ihr werdet dann bestimmt reichlich belohnt werden.
Werden wir auch. Hä? Warum bist du jetzt raus, Irvine? Du kommst schön mit. Also wirklich. Pisst es sich einfach aus meinem Team. Was soll denn der Scheiß? Ja, was geht ihr Körper, Diana? Ich will erstmal zu Gesetz Moody. Bin zu Hause. Huch. Naja, kann es. Das ist mein Zimmer. Nicht reingehen. Das ist heilig. Schon gut. Noch darf ich nicht rein. Alles okay, Mutter? Xel, wie bist du reingekommen? Wir haben einfach erzählt, dass wir einige Infos über Eliane haben. Das war's. Puh, ich dachte schon, dass du die Soldaten verprügelt hast. Die Hexe würde diese Stadt zerstören, wenn es hier zu Unruhen kommt. Das sagten die Galvadianer. Ist die Hexe Idee eine Stadt? Ich sah auf jeden Fall eine Frau mit einer Augenklappe und grauen Haaren. Futin, sie ist also hier. Lass mich einfach ran, ich werde sie vertreiben. Ist Zephyr auch hier? Das glaube ich ja nicht. Wenn Futin hier ist, heißt es noch lange nicht, dass... Ja, Toralis. Wenn Futin hier ist, dann heißt es noch lange nicht, dass auch Zephyr hier ist. Einen schönen guten Abend wünsche ich dir, Toralis. So, da du es noch nicht mitbekommen hast, ich habe mir ein bisschen Gil geholt. Ich habe jetzt ein paar Millionen, würde ich mal behaupten. Und wenn ich schon dabei bin, ich habe doch jetzt eigentlich alles für... aus Osnabrück zurück. Okay, alles klar. Dann willkommen zurück, würde ich sagen. ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut. Habe ich schon alle Items, die ich brauche? Ich habe noch keine Adamantine, oder? Ich wollte noch Adamantine holen, verdammt. Das machen wir dann nach dem hier. Adamantine kriege ich an irgendeinem Strand. Ich weiß noch gerade nicht an welchem. Müssen wir dann schauen. Nein. Erzengelring. Die Phönixringe habe ich überhaupt nicht bekommen. Ich habe es versucht, aber ich habe es gelassen. Ich warte, bis ich den Medizinwandler habe. Und dann mache ich das mit Phönixfedern. Denn aus 100 Phönixfedern bekomme ich insgesamt 6 Mega-Phönixe. Und aus 20 Mega-Phönixe. Da gab es eine kleine Störung. Entschuldigung. Also wie gesagt, aus 20 Mega-Phönixen bekomme ich dann eine Seele des Phönix. Und eine Seele des Phönix gibt 100 Gil. 100 Gil. 100 Erzengel. Das heißt, so werde ich das dann machen. Ich werde einfach mit Phönixfedern das Ganze machen. Deswegen habe ich mir Gil gefarmt. Aber dort bei den Schildkröten auf der langen Insel. Okay. Gut, gut. Wir wollen jetzt auf jeden Fall Richtung Hotel. Also erstes Mal hier. So, der Kommandeur hat uns befohlen, niemanden durchzulassen. Was ist eine Information über Eliane? Was mache ich jetzt schon wieder ein Gerücht? Wenn ich wieder etwas falsch mache, wird mein Zoll gekürzt. Das Problem ist, dass unsere Vorgesetzten je nach Laune unseren Zoll bestimmen. Wir haben leider nicht das Recht, unsere Vorgesetzten auszuwählen. Hey, wir haben wirklich nützliche Infos. Führt uns zu eurem Kommandeur. Wir haben jetzt versessen. Alles klar. Dann wünsche ich dir mal einen guten Appetit. Irgendwie sind sie verdächtig. Das denke ich auch. Irgendwas stimmt da nicht. Fragt das unseren Truppenführer. Er ist auf Patrouille. Ich habe auf dich gewartet. Recht bitte meinen Meister. Der Gabardianer hat ihm seinen Namen gebrochen. Dabei hat er nur gefragt, was jetzt aus Ballam wird. Wenn ich bloß stärker wäre. Ihr solltet froh sein, dass wir die Stadt nicht angezündet haben. Wenn ihr der will, kann sie diese Stadt im Nu auslöschen.
Was für Regeln habt ihr in Ballamp? Wir können diese Regeln mit unseren Gabardia-Regeln vermischen. Hey, cool. Sudden Death und Same. Oh, scheiße. Ich will übrigens nicht die Minotaurus-Karte umwandeln. Da würde ich jetzt Zimmer Adamantin rausbekommen. Aber, nee, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Die Karte brauche ich noch sehr oft. Die brauche ich noch sehr, sehr oft. Das ist ein Unentschieden, mein Bester. Wir wiederholen das Ganze. Du spielst mir aber ein bisschen zu langsam. Aus dem Grund beschleunigen wir das Ganze, denke ich, immer ein bisschen. So. Jetzt sollte ich eigentlich gewonnen haben. Sehr schön. Wie sieht die Sudden Death Regel hat sich hier verbreitet. Okay. Wie sieht es eigentlich aus mit meinen Karten? Die ersten 5 Seiten habe ich fast voll. 4 Seiten sind voll. Hier fehlt eine Karte. Dann fehlt mir hier noch 2 Karten auf Seite 6. 1, 2, 3, 4, 5 auf Seite 7. Das heißt, wir sind bei 10 Karten jetzt insgesamt, die noch fehlen. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Karten fehlen noch. Okay. Insgesamt 31 Karten, wobei wir die Xel-Karte ja schon mal hatten. Okay. Dann möchte ich mal an dem Typen hier vorbei. Ich suche den ganzen Tag nach etwas, was Ilion gehört, was nach Ilion riecht. Ich soll mit diesem Besuch und Ilion finden. Aber wie soll er sie finden, wenn er ihren Geruch nicht kennt? Das kann niemals klappen. Okay. Wir gehen weiter. Der Truppenführer ist auf Patrouille. Sucht unseren Truppenführer. Ja, okay. Der Truppenführer, was wollt ihr von ihm? Wenn ihr was wollt, geht ins Hotel und sprecht mit dem Kommandeur. Unser Truppenführer schläft. Woher soll ich das wissen? Bestimmt nicht auf der Straße, genauso wenig auf Dächern. Dazu ist er viel zu groß. Was ist, wo unsere Truppenführer gerade schläft? Er verschwindet immer plötzlich, ob es irgendwo einen geheimen Ort gibt? Sie wollen die Stadt für einige Tage... Die ganze Stadt ist genervt, sowohl wir als auch die Soldaten. Okay. Dum, dum. Der Land ist abwesend. Ich muss das Kind zu den Nachbarn bringen. Ich weiß nicht, was aus Ballern wird. Gabardia und die Hexe kennen keinen Skrupel. Keine Skrupel. Okay. Meine Eltern kommen nicht nach Hause. Ich mag das nicht. Ich will nicht mehr. Ich will das mit dem Hund kriegen. So. Du da. Was habt ihr am Bahnhof zu suchen? Fort mit euch. Falls ihr was wisst, geht ins Hotel und erzählt es unserem Kommandeur. Ich werde die Nahrungsvorräte ins Hotel bringen, so. Jawohl, kommt aber ja nicht auf die Idee zu zocken. Hey, ihr da. Jawohl. Passt gut auf, verstanden? Jawohl. Jedes Mal komme ich mit dem Essen im Ausland nicht klar, aber ich habe jetzt Hunger ohne Ende. Ich könnte jetzt alles essen. Puh, es ist einfach ineffektiv, so viele Soldaten einzusetzen, nur um mein Mädchen zu suchen. Wir sollten alle verhaften. Irgendwer packt schon aus. Was ist da? Irgendwas dagegen? Ach, meine Güte. Warum läufst du dann immer da runter? Was ist der Truppenführer? Keine Ahnung, wo er gerade ist. Er muss noch in der Stadt sein. Habt ihr denn etwas herausgefunden, von unserem Kommandeur gesehen? Noch nicht.
Wen muss ich dafür ansprechen? Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Wie oft sollte ich das noch sagen? Ich kenne den Truppenführer nicht. Bestimmt hat ihn jemand irgendwo versteckt. Was soll ein Mann denn alleine machen? Das Mädchen, von dem ich eben sprach, meinst du, dass sie hier lange bleiben wird? Wo bist du? Psst, nicht so laut, okay? Ich wollte eins sagen, falls ihr etwas über Elion wisst, erzählt es mir bitte zuerst. Im Gegensatz zu den Galbadianern werde ich euch auch dafür bezahlen. Weißt du nicht, wo der Truppenführer zurzeit ist? Wir müssen ihn finden, um mit dem Kommandeur zu reden. Natürlich den Truppenführer. Es kommt drauf an, was ich dafür zahlt. Ich habe zurzeit 3 Informationen. Erste Klasse Info. Vielen Dank. Gott, bist du reich. Naja, wie auch immer. Er ging zum Hafen. Ich habe ihn mit seiner Angelausrüstung gesehen. Im Ballam kann man doch den Ballamfisch angeln, oder? Vielleicht will er einen fangen. Ja, ich bin reich. Ich suche den ganzen Tag noch etwas. Oh, Vita. Unser Truppenführer hat gerade hier geangelt. Er war glücklich, dass er einen Fisch fangen konnte. Er meinte, dass er ihn sofort essen will. Ich glaube, ich hätte dir die 30.000 Gil gar nicht bezahlen müssen, aber hey, ich bin reich. Also, warum nicht? Bam, 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 bam. Jetzt qualmt es hier auch. Guckt. Da seht ihr es. Jetzt qualmt es hier. Da kam ein Galbadianer, der unsere Küche benutzen wollte. Er hat einen stinkenden Fisch zubereitet. Jetzt riecht die ganze Wohnung danach. Das Teil wurde besetzt. Wir gehen in mein Zimmer, ja. Ich habe euch aber nicht wirklich eingeladen, okay? Willkommen in Xels Zimmer. Das ist das Zimmer von Xel. Das Zimmer eines Jungen interessiert mich herzlich wenig. Warte mal. Was sehe ich denn da? Was hast du denn? Die kultige Pistole hier. Sie gehörte meinem Großvater. Fass sie ja nicht mit bloßen Händen an. Wahnsinn, großartig, ein Prachtstück. Kann ich das nicht mal ganz kurz anfassen? Nur wenn du vorsichtig damit umgehst. Ja, was machst du da? Ich wusste es. Oh mein Gott. So, ein Checkpoint. Was ist eigentlich das Ding? Kann man das auch irgendwie bedienen? Das wäre lustig. Leider nein. Okay. Probieren wir es aus. Wir können uns jetzt also mit Xel ausruhen. Das ist auch super. Kostet keine Gil mehr. Und weiter geht's. So, jetzt müssen wir diesen Typen finden. Oder vernehmen wir einfach den Hund? Jetzt müssen wir einfach nur den Hund anklicken. Der Hund läuft los. Wir folgen dem Hund. Oh. Das ist Raijin. Hinterher. Hey, ja, da, ihr dürft da jetzt nicht reingehen. Unser Kommandeur hat, gerade den Truppenführer... Oh. Ja. Für Fujin, Hysterie ist mal nicht gut. Ich hab mal richtig gearbeitet. Ich musste nur mal den faulen Suchhund wecken. Hey, ihr da, ihr müsst mir mal helfen. Wir versuchen mal zusammen Fujin zu beruhigen. Raijin. Boah, was macht ihr mal hier? Wir sind hier, um mal Ballam zu befreien. Ah, nein, wir sind hier, um Ballam zu befreien. Seifer meinte mal, wenn Akanes kommt, könnt ihr ihn mal ganz locker umhauen. Ihr helft mal mit. Das sind 2 Standardsoldaten. Die sind das Problem. Deswegen. Die werden wir anders bekämpfen. So, und zwar mit ihm. Er ist der Einzige, der gerade Steine verwenden kann.
Es wäre der erste Boss auch, der einen übrigens Blitzer bringt. Das könnten wir zumindest nicht mehr die Typen verletzen. Also ihn lassen wir einfach mal eine Runde pennen und den greifen wir an. Mit Stein. Okay, hat verfehlt. Das wiederholen wir. Während der andere hier schon so schön Nickerchen hält. So. Der gute Raichin, der pennt eine Runde. So, und jetzt können wir ihn einfach angreifen. Kann ich eigentlich sein Level erhöhen? No, das war's mal. Das war's schon. That's it. Noch mal eine kleine Störung. Das war jetzt mein Bruder diesmal. Okay, weiter geht's. Wir machen weiter. Wir haben Stärke plus Atem. Sehr erhöht Stärke eines Charakters. Das ist sehr schön. Das werden wir auch noch öfter brauchen. Können wir einen Stärke plus aus Items bekommen? Wartet mal eine Sekunde. Das wäre richtig cool. Stärke plus. Item Stärke plus. Ja. Aus Lehre der Mönche. Teufelsmedizin. Und Lehre der Mönche erhaltet ihr von der Eden-Karte. Ihr wisst, was wir am Ende des Spiels machen werden. Dreimal Lehre der Mönche. Ansonsten könnt ihr 10 Hyperreife holen. Und Hyperreife bekommt ihr aus der Xell-Karte 3 Stück. Also da macht die Eden-Karte mit Lehre der Mönche mehr Sinn. Okay, jetzt ist der Kommandeur dran. Bist du der Kommandeur? Verpiss dich aus Balam. Raijin verloren? Ganz recht, wo sind Zephyr und die Hexe? Ich werde euch alle niedermachen. Nur mit der Ruhe, scheinbar bist du hier alleine, Fujin. Willst du trotzdem kämpfen? Wut! Mal warten, sie ist mal nicht alleine. Wer ist da? Natürlich bist du's. Ja, bin ich mal wieder. Ich fühle mich mal stärker. Ich fühle mich mal unsterblich. Warum? Wir haben ihn doch platt gemacht. Jetzt machen wir mal ein bisschen ernst hier. So, jetzt werden wir als erstes mal ziehen. Und jetzt möchte ich auch mal testen, ob Level Plus bei dir irgendwas Nützliches bringt. Den anderen klatschen wir einfach drauf. Weg. Nein, Level Plus funktioniert nicht bei Bossen. Das ist gut zu wissen. Das war's mit ihm. Sorry. Sorry, Fujin, bin mal K.O. Okay. Erstmal K.O. Wir versuchen es nochmal. Elion, wo? Das geht nicht. Okay. Dann stirb. Einen qualvollen Tod, bitte. Nette Technik. Bringt dir nun viel. Niederlage. Tja. Das war's. So, Stärke plus nochmal erhalten. Und Beat'em Up 002. Finalelixier ist auch nicht schlecht. Und 20 AP. Pandemona, Dankeschön. Hat die Hexe euch das befohlen? Negativ. Die Hexe hat mal nichts zu tun. Wir handeln mal nach eigenen Regeln. Was für Regeln? Die Regeln von Seifer. Dann ist es okay. Aber hört jetzt damit auf. Das ist jetzt kein Streit mehr unter Gartenschülern. Ihr gönnt mal nicht zurück, negativ. Seifer hat mal viele Untergebene, aber wir sind seine einzigen Freunde. Die Gabardianer gehorchen ihm nur, wenn sie mal die Hexe fürchten. Wenn wir mal auch noch weggehen, hat er niemanden mehr. Wenn ihr seine Freunde seid, solltet ihr es einfach sagen, dass er damit aufhören soll. Akzeptanz, das ist mal keine solche billige Beziehung. Egal was er mal tut, wir werden ihm folgen. Ich kann euch verstehen. Ihr wollt also nicht zurück, richtig?
Nächstes Mal kenne ich keinen Skrupel. Es geht nicht anders. Sie wollen es doch so, oder? Hey, Moment mal. Ich wollte mal nicht mal reden. Es macht mich mal etwas traurig. Trauer verboten. Abmarsch. Die armen beiden. Okay, was war das wirklich in Ordnung? Wer zum Freund oder zum Feind wird, entscheidet sich rein zufällig. So wurden wir erzogen. Das ist doch nichts Besonderes. Nichts Besonderes? Wirklich? Warum fühle ich mich dann... Wir gehen. So, ich werde jetzt mal ganz kurz nachschauen. Wohin als nächstes? Das werdet ihr gleich erfahren. Hallo, Leute! Was ist? Wohin wollen wir jetzt? Ich überlege noch. Wie wäre es mit dem Trabiergarten? Die Hexe wird sich kaum dafür interessieren. Aber es könnte ja vielleicht trotzdem sein, meine ich. Ah, nur. Aber dort könnte durch den Raketenangriff die Hölle los sein. Ach ja, gerade deswegen will sie dahin, verständlich. Ich würde es mir überlegen. Danke. Tschüss. Ich möchte jetzt mal ganz kurz schauen. Auf welchen Leveln wie viel Adam. Okay, wir müssen ihn auf jeden Fall vom Level her steigern. Denn auf Level 1 bis 19 verliert Adamantime nur Krötenpanzer. Und auf Level 30 bis 100 lässt er nur Adamantine fallen. Das heißt, wir müssen ihn auf über Level 30 bringen. Okay, er lässt auch auf Level 29 bis 29 Adamantine fallen, aber eher weniger. Das ist dann wiederum nicht so gut. Dann geht er einfach auf Level 30, würde ich sagen. Wir legen ab, ganz genau. Und wir nehmen wie immer Xell und Irvine mit. Irvine ist jetzt richtig geschwächt, deswegen werden wir ihn doch austauschen. Wir werden jetzt Renoir mitnehmen. Ich habe schon lange nicht mehr Renoir gespielt. So, Austausch. Bam, 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 bam. Und jetzt gehen wir einfach hier links rum. Bei Dollet. Wo war nochmal Dollet? Wo war Dollet? Timber? Dann ist Dollet das Dorf gewesen. Dann ist doch das Dorf gewesen. Nein, Dollet ist hier. Ich bin schon im Quatschkopf. Ich kann mir übrigens noch die Siren-Karte holen, wenn wir schon Bock drauf haben. So einen Schwachsinn zu machen. Wir parken mal kurz hier. Dollet ist hier. Am Strand bei Dollet hieß es. Aber wir gehen erstmal nach Dollet selbst. Dam, dam, dam. Dam, 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 dam. Na, 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 na. Hotel Dollet. Sie können, ja, Empfang reservieren. Wir übernachten, denn hier gibt's eine Timbermaniacs. Vielen Dank, bitteschön. Da können wir nicht mehr hoch. Leider. Nautilus. Shop und Chunk Shop. Ich mag die Musik hier. Weißt du das nicht? Klar weiß ich das. Ich kenne Besitzer schon seit Jahren, aber in der Zeit hat er kein einziges Mal verloren. Wo soll ich das wissen? Würde ich dir erklären, der Typ da ist ein Kneipenbesitzer. Wenn er wollen wir es fragt, meint er damit ein Kartenspiel. Überleg gut, was du antwortest. Wollen wir? Klar. Willst du das wirklich? Ja doch.
Ich habe ja keine Regeln, die hier nicht geläufig sind. Warum nehmen wir die Gabaldi-Regeln nicht hinzu? Ich hasse diesen Typen. Ich hasse dich. Du bist ein Drecksack. Dieser Drecksack. Den hau ich sowas von weg. Boom. Boom. Boom, gewonnen. Gib mir die ganzen Karten. Du bist nicht schlecht. Komm in mein Privatzimmer, folg mir einfach. Warte mal. Zurück. Erstmal die Tippermaniacs nehmen. Hallo, da ist eine Tippermaniacs. Lies sie. Lesen. Hier kann man doch irgendwas bekommen, wenn man das öfter liest. Offenhalten. Du bist der Zweite, der als Gewinner hierher kommt. Der Erste war, lassen wir es. Der Gewinner bekommt alles. Das war das höchste Gebot bei den Kartenspielern. Dem werde ich auch Folge leisten. Nimm bitte alle meine Karten, auch wenn sie etwas veraltet sind. 5-mal, 4-mal, 3-mal, 2-mal. Einmal die Kaktokarte. Ach ja. Sag dem Alten bitte nicht, dass du der Zweite bist. Verstehst du, was ich meine? Ich will nicht, dass er traurig wird. Wie viele Sonderkarten hast du denn bis jetzt bekommen? Ich habe auch mal, hatte auch mal welche. Hab sie aber vor 5 Jahren verloren. Ja, ich will zocken. Dafür, dass du mir alle deine Karten gegeben hast, hast du aber ganz schön viele übrig. Warum ist die Open-Regel wieder weg? Jetzt bin ich wieder stinksauer. Ich spiele ein bisschen schneller. Dankeschön. Okay, wir machen das hier. Das ist relativ sicher noch. Dann machen wir das hier. Und das hier. Dankeschön. Die Garra-Karte ist auch immer wieder schön zu sehen. Auch wenn ich sie nicht mehr brauche. War es nicht von dem hier, von dem Kneipenbesitzer in Dollet? Doch, natürlich. Man konnte die eine Karte von ihm gewinnen, das weiß ich noch. Boom! Meine Karte. Das ist auch meine. Das ist nicht. Okay. Unentschieden. Okay. Einfach weiter zocken. Da ist sie doch. Seht ihr? Siren. Er hat die Siren-Karte. Und deswegen machen wir jetzt einfach den hier. Oh ja. Ich werde mir auf jeden Fall die Karten holen, die ich will. Ob sie passt oder nicht. Und egal auf welchem Weg. So, das sollte ein Sieg sein. Danke für die Siren-Karte. Diese Sonderkarten sind wirklich überall auf der Welt verstreut. Sind wahrscheinlich überall auf der Welt verstreut. Das wünsche ich mir zumindest. Ich will nicht, dass ein Einzelner alle Sonderkarten besitzt. Das liegt in der Natur des Menschen. Lesen. Wir lesen das übrigens nicht. Ich glaube, hier kann immer wieder was Gutes drin sein. Wenn es einfach oft genug anklickt. Bum, bum. Wir haben, glaube ich, bis zu 3 Items. Phönixfeder. Gegengift, Gegengift. Bla bla. So ein Zeug halt. Immer mal wieder. Du bist unglaublich. Ich habe nicht mehr gespielt, seit ich das eine Spiel verloren habe. Fordere mich aber. Also bitte nicht heraus.
Du willst also unbedingt spielen? Na gut, ich habe schon seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Lass mir also einen auch eine Chance. Es ist Random Hand, natürlich hast du eine Chance. Aber nicht mit den Karten. Ich spiele gerade übrigens absichtlich schlecht. Ich möchte mir auch eine Chance lassen. Hat er doch auch darum gebeten. Bop. Oh, da machen wir den hier. Und das sollte das gewesen sein. Dum, 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 dum. Dankeschön für deine Karten. Und weiter geht's. Wir wollen Donald verlassen und gehen Adamantine farmen. Da ist ein Hund. Was für ein weißer Knochen? Was ist das für ein Gekritzel? Warum schmierst du mein Bild immer dann voll, wenn es fast fertig ist? Schluss, aus, finito. Ich brauche Abwechslung, ich gehe zum Strand. Das nächste Mal werde ich dich am Hals kitzeln, verstanden? Ich hasse normale Bilder, der weiße Knochen ist Kunst, meine Originalität. Der Künstler braucht schöpferische Ideen, das meinte doch mein Opa. Ein weißer Knochen, dieses Motiv kenne ich. Hier war doch mal ein Hund. Wo ist er geblieben? Da unten ist es da vorne. Hier war der Knochen abgebildet. Ein weißer Knochen. Da könnte etwas sein. Tauschen. Yay, das war gut. Doch nicht. Und schon wieder. Das glaube ich nicht. Jedes Mal machst du so ein Gekritzel. Das nächste Mal werde ich dich am Fuß kitzeln, verstanden? Ich habe die Kitzelangriffe am Hals durchgehalten. Die Künstler heutzutage müssen sich auch durchsetzen können. Was ist da drüben? Hier. Phönixfeder. Dankeschön. Nein, nicht. Schon wieder voll gekritzelt. Beim nächsten Mal kitzel ich dich unter den Achseln. Das Kitzeln am Fuß war ziemlich hart, aber ich hab's ausgehalten. Kämpfen der Künstler, dass sich auch jeder Folter widersetzt. Cool, wa? Motiv kenne ich. Ich auch. Das ist direkt hier. Weißer Knochen? Lach schon. Goldene Nadel. Ob er seinen Fehler eingesehen hat? Hey, sag dir nicht, dass ich dich unter der Achsel küssen werde, wenn du wieder was anstellst. Aber du machst die ganze Zeit und spielst nie mit mir. Du spielst doch immer nur mit dem Mädchen draußen. Warum? Warum nicht mit mir? Das ist, weil du immer nur Blödsinn machst. Solche Kinder bekommen als Strafe Kitzeln. Oh, der hat aufgehört zu malen. Das unter den Achseln war mir viel zu viel. Ich höre jetzt auf mit den Streichen. Aber immerhin habe ich gesagt, was ich denke. Ich fühle mich erwachsener. Hier ist nichts. Ab und zu hätte ich mit ihm spielen sollen, aber ich wusste nicht, was ich mit ihm spielen soll. Okay. Das hätten wir auch so eine kleine Mini-Mission. Nicht hier. Nix. Ist ja noch irgendwas, wo man rein kann. Außer hier. Ich
glaube, man kann sogar auf der Flucht vor den Typen hier einfach reingehen. Wenn hier X-Atmos rumrennt und einen verfolgt. Das Auto hier wieder kaputt machen. Gefällt dir mein Wagen? Ich hab den neulich gekauft. Das ist so cool. Mein Freund soll mir so einen kaufen. Okay. Okay, genug von der Musik hier. Wir wollen darüber an den Strand. Denn hier, genau hier, werden wir speichern. Und dann die Ability Gegner 0% entkoppeln. Also Renoir, Gegner 0% änderst du zu Körper 40. Vielen Dank und speichern. So, wir brauchen jetzt auf jeden Fall wieder Level Plus und natürlich die Karten-Ability. Denn mit Gegner Plus werden wir die Adamant-Taimai-Schildkröte herausfordern. Wenn wir Level 30 bei Adamant-Taimai erreichen oder höher, lässt er definitiv eine Adamantine droppen. Das ist halt das Vorteilhafte daran. Aus genau dem Grund mache ich das hier. Problem ist, das waren auch viele von den Typen. Deswegen wird das einen kleinen Moment dauern, bis das hier überhaupt erstmal auftaucht. Aber, wir kriegen das schon hin. Immer noch nicht, okay. Wir müssen wieder einfach wegrennen. Ich wollte schon angreifen, verdammt nochmal. Ich soll schon aufpassen. Der ist nicht so clever von mir gewesen. Na komm schon. Komm schon, Adamantine. Viecher. Mann, Adamantaimai. Adamantaimai hieß es, nicht Adamantine. Warum sage ich Adamantine? Egal. Wir brauchen dich. Verdammt. Das Vieh taucht aber auch wirklich selten auf, ist das Problem. Aber es taucht definitiv hier an dem Strand auf. Ah, da ist es doch. So, was wir jetzt machen, ist Level Plus auf erstmal den ersten. Ich weiß jetzt nur nicht, welches Level er hat, deswegen werden wir mal Analyse auf ihn drauf zaubern. Er dürfte jetzt aber Level 14 sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Level 14, das heißt, wir müssen noch zweimal Level Plus. Jetzt ist einer Level 28 und jetzt gehen wir auf Level 56 mit ihm. Boom. Ja, jetzt können wir den angreifen. Problem, wir werden nicht viel Schaden machen. Das ist nämlich das Problem an den Viechern. Wir machen dann einmal das hier. Oh, der war Level 9. Das heißt, er ist jetzt bei Level 18. Wie viel Leben haben die eigentlich? Ist immer so eine blöde Frage. Die heilen sich jetzt voll. Das ist ein Problem. Wir haben ein Riesenproblem. Gegen die hilft Melton. Wir haben den Melton-Zauber. Deswegen würde ich sagen, wir zaubern jetzt einfach Melton. Es ist Melton-Verschwendung, aber wir machen es. Denn es ist die einzige Möglichkeit, den zu erwischen. Dumm, dumm, dumm. Zauber. Nochmal Melton. Ja, wir verschwenden gerade den Melton-Zauber. Oh nein. Also, hilft eine Megapille dagegen? Ja, Gott sei Dank. Dann kriegst du auch einen Tropfen von mir. Mein Bester. Du zauberst nochmal Melton, bitte. Dankeschön. Wie schon erwähnt. So, jetzt können wir den auch einmal angreifen. Jetzt machen wir nämlich auch Schaden.
Aber wie viel Leben haben die nochmal? Da müsste ich nochmal nachschauen. Dass ich den jetzt nicht zufälligerweise umbringe. Nur auf Nummer sicher gehen. Ja, ein, zweimal können wir hier noch angreifen. So, und dann machst du eine Karte aus ihm. Hat nicht funktioniert. Okay, wir müssen noch ein, zweimal. Oder öfter. Der heilt sich nämlich gerade schön voll. Mach jetzt eine Karte aus ihm. Reicht noch nicht. Okay, noch zweimal. Und dann. Karte. Das war Nummer 1. So. Du greifst jetzt einfach an. Du machst den Meltenzauber wieder. Direkt hat funktioniert. Okay, sehr schön. Wir greifen einmal mit jedem an. Du jetzt nochmal und Karte. Sehr schön. Damit haben wir zweimal Adamantana erledigt. Das dürften zwei Adamantine sein. Sehr schön. Das sind 8 AP. Perfekt. Es kostet halt, wie gesagt, Melton. Aber das ist es mir ehrlich gesagt auch wert. Jetzt wollen wir mal kurz zum Kartenwandler, denn wir haben die Gera-Karte ein bisschen bekommen. 3 Stück haben wir jetzt mittlerweile. Und jetzt wollen wir aus dem Zustandswandler, nein, aus dem Lebenswandler, glaube ich. Nein, doch, Zustandswandler. Wollen wir Melton herstellen. Für Renoir. Wir machen das jetzt erstmal alles auf Renoir. Wir brauchen natürlich noch mehr davon. Das heißt, wir brauchen noch öfter die Gera-Karte. Oder kämpfen gegen Gera. Aber jetzt holen wir uns erst noch ein bisschen mehr Adamantine. Denn wie viel Adamantine brauchen wir noch? Ich glaube, wir brauchen noch locker das Doppelte. Für alle Waffen zumindest. Das sind sie. Sehr schön. Renoir, du zauberst einfach Melton drauf. Du wartest, bis ich Level Plus eingesetzt habe. Und nochmal Level Plus. Melton auf den da. Du greifst den da an. Du auch. So. Und angreifen und angreifen. Angriff auf den da. Alles kein Thema. Ich greife den mal an. Okay. Wo ist denn eine? Wo ist denn eine? Wo ist da eine? Ah, das ist ja Rudi? Das sollte nicht passieren. Ich glaube, ich habe ihn getötet. Ich habe nicht gespeichert, oder? Ich habe die Adamantine nicht gespeichert. Kann das sein? Doch, habe ich. Gott sei Dank. Wir haben die Adamantine gespeichert. Gott sei Dank. Aber warum war der eine jetzt tot? Ich habe doch gar nichts gemacht. Oh, da sind sie. Zauber. Melton. Und du Level Plus. Dann du nochmal Level Plus. Und weiter. Angreifen. Shell, okay. Keine Sorge. Ich hab's getötet. Ich hab's getötet und Level Up. Oh, verdammt. Wir müssen neu laden. Super, super.
Das Umbringen ist jetzt nicht so die beste Taktik, Cell. Warum musstest du jetzt kritisch treffen? Wieso habe ich aber auch so oft angegriffen? Das ist auch so eine blöde Frage, die ich jetzt mal beantworten müsste. Da sind sie wieder. Okay, sie spawnen eigentlich relativ oft. Also kann man schon sagen, Gott sei Dank. So. Sieben, ich muss den dreimal Level Plus geben. Selbst kann angreifen. Level Plus. Den kannst du auch angreifen. Okay, heil ihn nur. Ist in Ordnung. Jetzt könnt ihr ein bisschen angreifen. Und du machst das zur Karte. Ganz flott. Ist ja nichts dabei. Okay, der ist wieder Level 9. Schon mal eine gute Sache. Level plus. Hörst du mal an. Du greifst noch mal an. Du bist blind, stimmt. Du kannst ja gar nicht treffen. Dann du noch mal und dann Karte. Und das war's. Das waren zwei Adamantine-Mais. So, wir dürften eine Adamantine erhalten. Okay, ist in Ordnung. Das reicht dann auch fürs Erste, würde ich sagen. Wir koppeln erstmal Xell um. Nicht Xell, Renoir. Also wir haben dreimal Adamantine. Das ist, denke ich, genug, um alle Waffen herzustellen. Kommt drauf an, für was brauchen wir die ganzen Waffen eigentlich? Für was brauchen wir die noch? Wir brauchen auf jeden Fall noch Schlangenhaut. Schlangenhaut weiß ich, wo ich sie herbekomme. Denn wir wollen jetzt erstmal auf alle Superwaffen gehen. Die kann ich nämlich jetzt alle machen. So, aber als Erstes gehen wir hier hin, in den Schankshop. Denn jetzt haben wir das Lindenherz. Herzlichen Glückwunsch, würde ich dazu sagen. Traum oder Illusion könnten wir auch wieder herstellen. Kostet nämlich eine Adamantine. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Wir haben Löwenherz. Top. Das hat super funktioniert. So, jetzt wollen wir doch mal schauen nach den Waffen. Waffen. So. Ja, Waffen, Waffen, Waffen. Squall ist fertig, denn jetzt kommt erst einmal Xells ultimative Waffe dran. Wir machen erstmal Christus. Mobile-Fühler 2, Spitzekrallen 4, Energiekristalle. Okay, Energiekristalle können wir noch nicht holen. Das heißt, Quistis fällt erstmal aus. Dann ist Xell dran. Xell braucht 4-mal Schlangenhaut, einmal Adamantine und einen Kampfbrocken. Das heißt, wir brauchen die Schlangenhaut. Die Schlangenhaut bekommen wir von der Schlange, hätt's gedacht. Aber bevor wir das machen, werden wir hier nochmal eine Runde pennen gehen. Denn, ich bin ein bisschen nervös. Sagen wir es mal so. Denn ich bin nicht sicher, wie viel die Schlange aushält. Ich muss, glaube ich, nur einmal Level Plus machen und dann kann ich schon Schlangenhaut bekommen. Ich werde aber mal nachschauen. Sicher ist sicher. Schlangenhaut erhalte ich von, diesem Biest, wie heißt es denn, der Heckenschlange am besten. Warte, das haben wir gleich. Da haben wir gleich. Ich kann sie euch gleich ganz genau sagen. Nach der FFA Heckenschlange. So, da ist sie doch. So, wir gehen mal schauen. Die Heckenschlange auf Level 1 bis 19 kann sie schon tatsächlich Schlangenhaut droppen. Allerdings verflucht selten. Das heißt, ich hätte hier schon Schlangenhaut bekommen können. Sehr wahrscheinlich lässt sie Schlangenhaut nur droppen auf Level 30 bis 100. Das heißt, wir müssen es übertreiben. Das Gute ist, die Schlangenhaut könnt ihr einfach schon hier holen. Sehr einfach. Denn hier wird das Vieh oft auftauchen. Das heißt, wir koppeln Renoir um, sodass sie wieder Ability Körper 40 hat. Und speichern erstmal. Damit wir das nicht definitiv nochmal machen müssen.
Und los geht's. Apropos, wir haben die GF noch nicht gekoppelt. Die neue. Panemona. Du lernst auf jeden Fall erstmal die Fähigkeit saugen. Jawohl, lern erstmal Geschick koppeln. Und wir koppeln dich mit Renoir. Because why not? Okay. Und weiter geht's. Jetzt versuchen wir an die Heckenschlange zu kommen. Die Sache ist, ich habe das Gefühl, ich bin zu stark für die Heckenschlange. Da sind sie auf jeden Fall. Denk dran, Level 30 muss es sein. 9. Das heißt, es ist Level 18. Level 36. Okay. Dann brauchen wir deine Zauberanalyse, damit ich da mal einen Überblick habe. Das hier hat echt so viele Leben. Okay, das heißt, wir machen einmal einen Angriff mit dem guten Squall. Schwächen so das Vieh ein bisschen. Dann bist du dran, Renoir. Nochmal Squall. Und dann machst du eine Karte draus. Okay, Renoir greift nochmal an. Und jetzt. Jetzt. Karte. Okay, die eine Heckenschlange hätten wir. Dann machen wir das selber jetzt bei dir. Auch um 9 Level gestiegen. Okay. Dann auf Level Plus. Also Wahrscheinlichkeit auf viel Schlangenhaut ist sogar relativ hoch. Okay, ihr zwei greift einmal an und du machst Karte. Das reicht sogar schon. Okay. So, jetzt pass mal auf. 12 mal Schlangenhaut, das ist schon mehr als genug. Perfekt. Mehr wollte ich nicht. Das ging jetzt schneller als ich dachte. Tatsächlich sogar. Was machen wir jetzt hier? Hallo Timber. Schön. Wir wollen hier hin. Alles klar. So, Irvines Topwaffe ist dran. FF8 Waffen. So. Wir wollen Irvines Waffe. Wir haben schon die von Selfie. Das ist Traum und oder Illusion. Ne, haben wir schon. Renoir und Irvine und Quistis fehlen noch. Irvine ist jetzt erstmal dran. Für Exitor brauchen wir 2 Dino-Knochen, einen Mondstein. Den Mondstein bekomme ich woher? Mondstein erhalte ich Rauben von El Noir oder Beute El Noir. Okay, dann müssen wir El Noir ausrauben. Können wir also auch noch nicht machen. Oder Qual ausrauben, das funktioniert auch. Ansonsten bekommen wir das Ding gar nicht. Also es geht nur über Rauben. Okay, gut zu wissen. Da brauchen wir ein Stück. Schrauben sind nicht das Problem, Sternensplitter sind auch nicht das Problem. So, dann fehlt nur noch Renoirs Waffe. Das ist Shooting Star. Das braucht einen Phönixring, den wir ganz einfach holen können, einen Force Reif. Der Force Reif ist das mit Geist 40%. Dann bekommen wir aus Magiebüchern und GF Doping oder ja, anders nicht. Oder im Esther Hundeshop, aber da sind wir noch nicht. Ansonsten noch Windmühlen. Und Windmühlen haben wir, glaube ich, genug. Allein die Panamona-Karte gibt 100 Windmühlen. Also von daher ist das auch gar kein Thema. Okay, würde ich sagen. Wir sind vorbereitet. Wir legen jetzt einfach los. Wir haben auf jeden Fall mittlerweile 3 von 4 Top-Waffen, aber wir können noch die Waffe herstellen. Na komm, einen roten Skorpion kannst du kriegen. So fair bin ich schon. Hat wenigstens eine bessere Waffe. Okay. Dann sind die Waffen wenigstens nicht schlecht. So, was müssen wir jetzt machen? Ach ja, wir wollen... Ich möchte jetzt erstmal nach Melton suchen. Melton kriegen wir hier oben.
Das ist nicht das Thema. Melton kriegen wir so relativ leicht. Wir müssen einfach nur in das Wintergebiet und nach Geyra suchen, der hier irgendwo relativ im Wald relativ häufig auftauchen sollte. In dem Wald hier. Und da wollen wir den herausfordern. Wir werden hier natürlich aber erstmal wieder speichern, denn Geyra ist halt so ein Vieh, das relativ schnell sterben kann. Wir werden nur nachschauen, ab wann ist das die Fragezeichenflüssigkeit droppen lässt. Geyra. Okay, dann schauen wir mal. Geyra, Monster, Angua. Drop, Fragezeichenflüssigkeit. Zweimal? Jetzt bin ich kurz verwirrt. Sekunde. Wir gehen auf eine andere. Hier, Geyra. Das ist mir ein bisschen lieber. Also auf Level 1 bis 19 lässt es standardmäßig Zaubersplitter fallen und selten die Fragezeichenflüssigkeit. Auf Level 20 bis 29 lässt es ganz normal ab und zu das Ding fallen. Auf Level 30 bis 100 zweimal die Flüssigkeit oder bis zu viermal möglich. Ansonsten kann man das Ding einfach rauben. Ab jedem Level. Das heißt, wir brauchen die Rauben-Ability. Wir haben schon gespeichert, oder? Ich gehe nochmal auf Nummer sicher. Okay. Dann wollen wir doch mal Rauben einstellen. Du hast Rauben, oder? Du hast nicht Rauben, du hast Rauben drin. Nein, du hast Rauben drin. Dann stellen wir dir mal Rauben ein. Und suchen den Geyra. Er hat im Übrigen nicht viele Leben. Wenn ich das noch nicht erwähnt haben sollte. Deswegen schauen wir jetzt mal ganz kurz, wie viel Leben es überhaupt hat, das Vieh. Damit ich es nicht direkt umbringe. 1200, das heißt, ein Angriff von Xel dürfte er überleben. Und dann wandle ich ihn einfach in eine Karte um. Das Problem ist, so können wir auch die Karte einfach farmen. Das ist doch noch einfacher. Ich wollte eigentlich die Fragezeichenflüssigkeit bekommen. Das Problem ist, er lässt sie nicht droppen, wenn ich nicht sein Level erhöhe. Wie sieht es eigentlich mit dem Rauben auf höheren Leveln aus? Oh, auf Level 30 bis 100 kann ich ihm dreimal das Ding rauben. Okay, das heißt, wenn wir das Vieh nochmal sehen. Ich glaube, ich kann ihm auch auf dem ganz normalen Gelände begegnen. Das ist, glaube ich, sogar noch einfacher. Ja gut. Wir haben sein Level auf 30 bis 100. So. Zack, zack. 7, 14. 28. 8. Zauber. Analyse. Zack, zack, zack. Mach du mal bitte wieder auf. 5000, okay. Renoir greift das einmal an. Mit Rauben. 3-mal die Flüssigkeit geklaut. Sehr schön. Dann greifen wir einmal an und machen das dann noch zu einer Karte. Ich hasse diesen Hund. Und jetzt weg hier. Geyra Karte. Wir akzeptieren die Erfahrungspunkte jetzt. Scheiße. Nee, tun wir nicht. Scheiß Hund. Wir sollten Renoir austauschen. Ey, die ist hier nicht gut. Die ist echt nicht gut. Truppe, sorry, wir tauschen sie aus. Austausch, du gegen Selfie. Weißt du was? Wir tauschen dich gegen Selfie aus. Kannst mich mal. Renoir. Echt, das war jetzt echt mies von dir. Erstmal,
Ability, Rauben ist drin, okay. Wir wissen ja Bescheid, auf über Level 30 ist passend. Ach, ihr beiden wieder. Sehr schön, euch mal wieder zu sehen. Ich möchte nur nach Gera gucken. Also bitte nervt mich nicht, ihr Mesmeritze. Dankeschön. Level Plus bitte. Du machst einmal deine Tombola und versuchst mal Mega wieder zu bekommen. Ah, dann hab so, okay. Level 16, das heißt Level 32 jetzt. Okay. Erstmal werden wir Mega Vita benutzen, bevor ich hier angreife. Mega Vita, Mega Vita, Mega Vita, bitteschön. Und jetzt greift sie einmal an und dann wandle ich ihn einfach um. Die ist schon viel geschlagen. Ich greife einfach nochmal an. Mach jetzt wieder Karte. Okay, das müssen wir jetzt öfter wiederholen. Dankeschön für die Karte. Okay, also das erste Mal hat es jetzt nicht funktioniert. Ist aber in Ordnung, denn die Karte kriegen wir dadurch auch. Das heißt, wir bekommen dadurch die Flüssigkeit auch. Wir werden die Flüssigkeit übrigens ein paar Mal holen, falls ich nämlich mal Melton einsetzen sollte, dass ich dann auch wieder direkt aufstocken kann. Wenn ich die dreimal klauen kann, ist das halt wirklich schon extrem gut. Und wenn das ja hin und wieder droppt oder ich die Karte davon bekomme, sowieso, dann ist es noch besser. So, gleich zwei von denen. Okay, wir fangen bei dem ersten natürlich an und machen den auch fertig. So, 16, 32. Heißt, wir haben zwei Versuche zu klauen. Hat beim ersten Mal geklappt und dann, oh Mann. Wir haben ihn gekillt, oder? Wir haben ihn gekillt. Okay. Ein Kill ist nicht gut. Ein Kill ist nicht gut. Ich habe beim ersten gespeichert, oder? Bitte sag ja. Yes. Also, sie können bis zu zweimal auftauchen. Das ist schon mal eine gute Sache. Das ist eine sehr, sehr gute Sache. Wenn das in solchen Gruppen auftaucht, will ich gar nicht kämpfen. Alleine oder zu zweit ist besser. Aber wir greifen nicht mit Squall an. Der bringt den sofort um. Das ist nicht gut. Der erhöht nur die Level. Nein. Aber hey, wir können bis zu 8, 10 aus einem Kampf sogar tatsächlich davon rausholen. Wenn wir Glück haben. Wenn wir Glück haben. Das heißt, wieso 10? Denn er kann sie ja auch droppen, müsst ihr bedenken. Das heißt, wir können sogar noch mehr. Wir können sogar 12 aus einem Kampf. 14, 16, 18 können wir rausholen. Ihr müsst bedenken, wir können bis zu 4 Stück droppen. Das ist schon mal eine super Sache. Auf Level 30 plus. Das heißt, es wären 4, 8 Stück. Dann hätten wir noch die Karten. Das sind dann 10 Stück. Und dann 6 Stück, die man insgesamt klauen kann. Okay, dann sind wir bei 16 Stück. Ich habe mich ein bisschen verzählt. Okay. Also, wir schauen. Level plus. Level 16. Das heißt, noch einmal. Und dann kann es Selfie angreifen. Viermal geklaut. Okay, dann mach direkt zu einer Karte. Das Biest. Okay. Selfie, weck den mal auf. Ein Level plus bitte. 16 und 32. Man kann sogar noch mehr klauen. Ey. Aber das seht ihr mal. Hat nicht geklappt, das heißt, wir machen das nochmal mit Selfie. Und dann Karte. Item. Haben wir irgendwas, um ihn aufzuwecken? Wir haben Selfies Faustschläge. In sein Gesicht. Hey, das dürfte eigentlich schon liegen, oder? Normaler Job kommt da natürlich nicht. Aber hey, wir haben 7 Stück geklaut und haben zweimal die Karte bekommen. Dann gehen wir mal kurz zum Kartenwandler. Das heißt, dann dürften wir eigentlich mehr als genug haben. Oh, hier werden wir sogar. Oh ja.
13 Stück. Dann wollen wir zum Zustandswandler bitte und das Ding umwandeln. Wo ist das Ding? Da ist es. Xell, 5-mal, Selfie auch 6-mal. Das heißt, wir haben sogar noch 20 auf Reserve. Was gut ist. Wir wollen aber noch mehr auf Reserve. Deswegen speichern wir mal das ganze Ding. Wir werden übrigens mal ordnen und im Kampf auch einfach mal das ganze Zeug ein bisschen ordnen. Wir werden Potion. Hier werden wir. Sekunde, das haben wir gleich. High Potions auf Seite 1 packen, dann kommen die X Potions hier hin. Ich würde sagen, dann kommen die Phönix Federn, dann kommt der Mega Phönix auf Seite 2. Dann würde ich sagen, machen wir Gegengift hier hin. Goldene Nadeln packen wir dahin. Goldene Nadeln packen wir dahin. Augentropfen hierhin, Echokraut dahin, Weihwasser hierhin, Megapillen dann dahin, Elixiere hier, Finalelixiere passen schon. Gieserkraut packen wir dorthin, Phönixflügel hierhin, Holy Stein dort und das passt. Okay. Damit das ganze Inventar auch mal ein bisschen für den Kampf sortiert ist. Ein Gera bitte. Dankeschön. Du bist der Letzte für heute. Sei froh, dass du der Letzte bist. 6, 12, 24. Okay. Level 48 ist schon heftig. Aber wir haben, was wir wollten. So. Und du machst jetzt eine Karte aus dem Vieh. Und wir haben nochmal eine Gamer-Karte bekommen. Sehr schön. Jetzt haben wir aber wirklich mehr als genug. Wir koppeln wieder um. Und dann machen wir mit der Story weiter, würde ich sagen. Wir sind vorerst mal fertig. Bis wir den Medizinwandler haben. Und auf CD3 sind. Denn wir brauchen ja ein paar Sachen, die wir erst auf CD3 bekommen können. Oh, das ist so anstrengend. Wir wollen jetzt erstmal zu dem Garden. Wie wir jetzt Selfie versprochen haben. So, wo ist der Garten? Garten ist hier. Der kaputte Garten. Okay. Willkommen. Ich mache mal die Geschwindigkeit aus. Dum, dum, da, da, da. Ein Volltreffer. Oh. Verdammte Scheiße. Ich gehe jetzt rein. Sei vorsichtig. Ich gehe auch rein. Akanis, warum ist Selfie nicht hier? Wo ist denn Selfie? Selfie ist schon mal vorgegangen. Das war bestimmt ein Schock für sie. Hinterher. Okay. Es ist wichtig für die Story, dass wir das hier machen. Warum lauft ihr nicht mit, ihr Idioten? Erstmal, das übersieht man fast, Waffen-August. Braucht man im Übrigen nicht, ihr könnt die Waffen ja auch einfach so holen. Aber wenn ihr es haben wollt, kriegt ihr es hier. Übrigens nochmal mein Speed im Up 002. Das ist der Meteorwurf, nette Sache. Hier steht der Genostaffel drin. Und Löwenherz wird übertrumpft es nochmal. So. Hier hätten wir Ehrgeiz drin. Und der Kardinal ist die modernste Flugwaffe. Genau wie die Valkyrie besitzt diese Waffe Stabilisatoren. Wird nur noch einmal übertroffen. Königinwache, sehr schön. Da sagt es mir auch nochmal Energiekristalle. Brauche ich dafür.
So. Mai, Juni. Juli fehlt mir. Waffen Juli. Magie Plus ist auch gut. Hier kriegt ihr übrigens Blitzka her. Hi, danke, dass du Selfie immer hilfst. Irgendwas Positives sagen. Selfie braucht keine Hilfe, sie macht alles wirklich blendend. Wow! Was ist denn los? Das ist ihm gar nicht ähnlich. Ist es auch nicht. Danke für die Blumen im Übrigen. Aber ja, das mache ich doch nur, weil du hier zu Hause bist und so ein Scheiß. Schön, dich zu sehen, Selfie. Wenn ich mit dir rede, fühle ich mich schon viel besser. An ihr kann man übrigens die Selfie-Karte bekommen. Die werden wir uns auch noch holen. Aber erstmal holen wir uns die Timmy Mannix, die hier rumliegt. Wie heißt du und in welcher Klasse bist du nochmal? Hast du dir für unseren Travegarten nützlich gemacht? Was ich mit nützlich meine, dass du etwas Gutes tust. Eine Spende für den Wiederaufbau des Travegartens. Dafür werde ich dir sogar eine A-Note geben. So, und in welcher Klasse warst du nochmal? Du, ich gebe dir keine Spende. Ich bin nämlich kein Schüler. Hallo, wir wollen nach rechts, denn hier gibt es einmal einen Speicherpunkt. Wir werden hier dann einmal schön speichern. Wir werden im Übrigen heute nicht mehr lange machen. Ich habe allgemein nicht geplant, heute viel zu spielen. Nur so ein bisschen. Aber ich denke mal noch so... Ja, ich würde sagen, eine halbe Stunde maximal noch. Und dann hören wir auf für heute. Und dann machen wir erst beim nächsten Mal die CD2 fertig. Selfie! Selfie, es tut mir wirklich leid. Was denn? Warum? Was tut dir leid? Ich könnte deinen Teddybär, den du mir geschenkt hast, nicht retten. Der Bär ist bestimmt traurig. Ach, mein Bärchen wird doch deswegen nicht weinen. Er ist ein tapferer Bär. Er ist glücklich darüber, dass euch nichts passiert ist. Ich höre seine Stimme. Er meint, er wird euch immer beschützen. Oh mein Gott. Seht ihr, er ist immer bei euch. Ihr dürft also nicht traurig sein. Warum kenne ich diese Stelle gar nicht? Danke, Selfie. Ja gut, versprochen. Sag dem Bärchen, dass ich nicht mehr traurig bin. Sorry, ich komme gleich. Wartet bitte am Sportplatz. Ich werde gleich eine GF schön. Oh. Ich habe den Tom übrigens. Übrigens könnt ihr hier Aura ziehen. Mitnehmen. Ich hoffe, dass unsere Lehrer da auch mal was machen. Was können wir als Schulkomitee in so einer Situation tun? Wir müssen diese Rakete schnellstmöglich beseitigen. Ist zwar ein Blindgänger, aber was ist, wenn sie umfällt? Gute Frage. Ist groß, die Rakete. Kleiner. Der Ball ist hier reingerollt. Jetzt habe ich nur noch einen Ball. Was mache ich nur? Kann ich irgendwie den Ball da rausholen? Zufälligerweise. Achtung, das ist noch vorbei. Irgendwie habe ich das Gefühl, man kann den Ball da bestimmt irgendwie rausholen. Kann man da oben irgendwie rum? Nee. Wir sprechen gerade über den möglichen Sieger des Tramia Basketballturniers. Auch wenn das Turnier abgesagt wurde. Die Mogris hatten sich qualifiziert. Das Team hätte dann gegen die Sonic Choco Wars spielen müssen. Deine Aussprache ist falsch. Choco Wars. Choco Wars. Ich hätte aber gerne das Spiel des Newcomers Momba Sambas gesehen. Ich will später mal in den Sonic Choco Wars mitspielen. Okay. Wir gehen zurück, sobald Selfie wieder hier ist. Hier sind keine Gegner, oder kommen sie noch? Wo ist die Hexe? Wir müssen sie schnell finden. Mir fehlt ein wenig die Männlichkeit. Ich muss Selfie beschützen. Aus welchem Grund sucht sie Elion? Elion kann Arcanis in die Vergangenheit bringen. Will die Hexe etwa auch zurück?
Wo kommt die Hexe plötzlich her? Hat sie gelauert, bis eine günstige Gelegenheit kam? Oder hat sie wie ein normaler Mensch gelebt? Seitdem ich euch kennengelernt habe, denke ich über vieles nach. Aber eine Sache beschäftigt mich schon die ganze Zeit. Was denn? Sorry, habt ihr lange warten müssen? Danke, dass ihr mir Zeit gelassen habt. Das wird schon alles gut. Danke. Okay. Ihr müsst mich mitnehmen, wenn wir gegen die Hexe kämpfen. Ich werde mich rächen, das werde ich ganz bestimmt. Warte. Was ist los, Renoir? Das geht. Da müssen wir denn kämpfen? Gibt es keine Alternative? Eine Lösung, wobei niemand verletzt wird? Hey, 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 jetzt ist es schon zu spät. Vielleicht weiß ein Wissenschaftler eine friedliche Lösung. Und was dann? Wenn es eine andere Lösung gäbe, hätte jemand sich schon umgesetzt. Aber niemand tut etwas. Die Leute reden und tun so, als würden sie nachdenken. Gerade solche Leute meckern nur herum, sind sich aber zu schade, selbst etwas zu tun. Was willst du überhaupt, Renoir? Was erwartest du denn von mir? Ich bin im Garten aufgewachsen, ich bin ein Seed. Ist dir das eigentlich klar? Arcanis, wenn du was zu sagen hast, sag's bitte laut. Du warst doch in der Widerstandsbewegung. Du hast gehandelt, anstatt nur zu meckern. Du hast mitgekämpft. Warum sagst du denn plötzlich so etwas? Warum sagst du denn plötzlich sowas? Das war er. Ich bin ängstlich geworden. Was? Wenn ich mit euch zusammen bin, fühle ich mich manchmal, dass wir alle auf einer Wellenlänge sind. Aber wenn der Kampf beginnt, komme ich nicht mehr mit. Ich versuche euch einzuholen, aber ihr seid ganz weit weg. Wohin geht ihr? Lasst mich nicht allein. Dann frage ich mich, ob ihr mich noch hört, ob ihr mich noch akzeptiert. Ob ihr noch am Leben seid. Ob wir wieder zusammen sein können. Wenn ich daran denke... Ich kann es verstehen, Renoir. Vielleicht bleibt einer von uns auf der Strecke. Vielleicht geht jemand von uns, den du liebst. Es ist nicht einfach, in ständiger Angst zu leben. Und deswegen kämpfe ich. Als Kleiber, ich glaube 4 Jahre oder so, lebte ich in einem Waisenhaus. Boah, du hast getroffen. Herzlichen Glückwunsch. Da waren wirklich viele Kinder, die alle keine Eltern hatten. Das war alles wegen des Krieges. Viele Kinder wurden zu Waisen. Naja, auf jeden Fall war ich in einem Waisenhaus. Da war ein Mädchen, das mir besonders wichtig war. Harvey, lass uns spielen! Oh Gott, das ist sie, oder? Ich mochte sie und hatte mich immer darauf gefreut, von ihr angeredet zu werden. Was spielen wir denn, Seffi? Ich bin im Krieg! Gott, das ist sie definitiv. Dieses Waisenhaus, ist es ein Haus aus Stein? Genau. Ein altes steinernes Haus am Meer? Genau. Ich wusste sofort, als ich euch im Galbadiergarten sah. Warum hast du nichts gesagt? Genau, warum? Warum? Wie hattet ihr das vergessen? Es war mir peinlich, dass nur ich mich daran erinnerte. Du bist schon ein Idiot. Die muntere Seffi und die stolze Christy. Das ist ja verrückt. Weißt du noch von unserem Feuerwerk? Weißt du noch von unserem Feuerwerk? Das war... ich komme gerade ein bisschen raus. Hier, her! Einfach Xell. Dun, 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 dun. Wo geht's denn eigentlich hier lang? Hey! Mama, Elle ist nicht da. Wo ist sie? Das war einfach... Hey, den Raum kenne ich gar nicht.
El, wo bist du? Das ist irgendwie gerade traurig. Wo bist du denn? Magst du mich nicht mehr? Es ist beschämend. Oh. Oh Mann, das ist hart. What the fuck, warum läufst du wieder hoch? Dankeschön. Sah es nicht so aus? Stimmt! Das Meer, der Leuchtturm. Das Feuerwerk. Okay. Hey! Wer ist der Typ? Kinder dürfen nicht mit Feuer spielen. Ich sag das Mama. Hasenfuß, geh doch zu Mama. Er war doch auch da, richtig? Wir haben beide nachher Ärger bekommen. Was ist denn mit meinen Eltern in Ballamp? Das Ehepaar Dinsch hat also Xell aufgenommen. Es war bestimmt so. Ich war hier. Aua, Mama, aua! Und das ist klar, wer das ist. Hasenfuß, Hasenfuß! Wer ist das? Hasenfuß! Seifer hat mich geschlagen! Oh! Seifer, er war mein Erzfeind! Er war also auch da. Na? Cypher, er war immer Cypher. Xell hat immer geheult und herumgeschrien. Seffi lief die ganze Zeit herum. Christus mochte ich nicht so sehr und aber ich kann mich an ihn nicht erinnern. Na ja, gut. Ich werde mal nach mir selbst suchen. Cypher war auch da. Außer Renoir waren alle da. Das bedeutet doch... Ja, ich war auch da. Ich habe immer auf L gewartet. Ich bin alleine. Ich werde mich bemühen. Ich schaffe es auch ohne dich. Ich werde alles alleine schaffen. Ich habe es nicht geschafft. El. Och, der Arme. Elion. Elion ist El. Sie war älter als wir und wurde von uns El genannt. Gewisses Xell, Selfie, Irvine, Cypher, Elion und ich. Ja, genau. Irgendwie waren wir alle in diesem Waisenhaus. Oh ja. Scheint so. Ich habe gerade ein bisschen hängt es gerade bei mir. So, jetzt läuft's wieder. Okay. Sie kann uns zur Laguna führen, nicht wahr? Sie wollte die Vergangenheit verändern, ich weiß aber nicht warum. Es gibt nur einen einzigen Grund dafür. Sie ist einfach nicht glücklich. Wenn das so ist, müssen wir ihr helfen. Wir sind alle Kumpels aus diesem Heim und halten zusammen. Du hattest es doch bis vorhin komplett vergessen. Tja, genau wie du, Selfie. Da hat er recht. Es war also Elion. Wir mochten Elion, aber Canis wollte sie für sich allein haben. Dass du dich daran erinnerst. Eigenartig. Ich schätze, mich wollte niemand wegen meiner ganzen Art. Cypher ging es vermutlich genauso. Wir müssten seit dem 5. Lebensjahr im Garten gewesen sein. Aber noch nie hat jemand ein Wort über das Waisenhaus verloren. Ich habe nicht einmal daran gedacht, obwohl ich ihn täglich gesehen habe. Da stimmt doch was nicht. Hast du absolut recht. Ich hatte nur wunderschöne Erlebnisse in Drabia. Das war so schön, dass ich meine Kindheit vergessen hatte. Aber bei euch stimmt wirklich was nicht. Ich kann mich noch erinnern. Nein, ich habe mich jetzt dran erinnert. Ich hatte Probleme mit meinen Stiefeltern und kam mit 10 in den Garten. Da habe ich Arcanis und Cypher wieder gesehen. Ihr habt euch andauernd gestritten.
Ja, genau. Gewiss hat immer versucht, den Streit zu schlichten. Ganz genau. Seifer wollte stets im Mittelpunkt stehen, aber Arcanis hat ihn immer ignoriert. Es kam zu Streitigkeiten. Arcanis hat sich immer provozieren lassen. Ich habe ihm immer gesagt, dass er das nicht machen soll. Dann sagtest du, ich muss stark sein, damit Elle zurückkommt. Ich wollte immer so werden wie Elle. Aber es hat nicht geklappt. Genau, so war's. Ich musste immer an Arcanis denken, aber nachdem ich zum Ausbilder befördert wurde, ich dachte, dass er meine große Liebe war. Als Ausbilder durfte ich das aber nicht zeigen. Jetzt begreife ich langsam. Das war so eine Art Geschwisterliebe. Ah, verstehe. Na klar. So war es also. Hey, irgendwas läuft hier schief. So viel vergisst kein Mensch. Weiß ich das nicht mehr? Das Waisenhaus war doch, Keine echte Liebe. Oh, naja. Ich hatte ihn eher aufgegeben, als Rino ins Spiel kam. Hey! Das gilt bestimmt auch für Seifer. Auch er kann sich wahrscheinlich nicht mehr erinnern, aber er spürt jedes Mal ein Kribbeln, wenn er Arcanis sieht. Deswegen hat er es also auf Arcanis abgesehen. Wie kann man das alles vergessen? Wir kennen uns schon ewig und trotzdem, warum? Sah es nicht so aus? Die Nebenwirkungen der GF. Die GF verleihen uns Macht, aber die GF haben direkte Auswirkungen auf unsere Psyche. Und unsere Erinnerungen werden gefressen? Das ist doch Propaganda, die die GF-Gegner in die Welt setzen. Heißt das, dass wir durch die GF unser Gedächtnis verlieren? Sowas lässt doch unser Direktor niemals zu. Warum hatte die alles vergessen und ich nicht? Wie kann sowas denn passieren? Ich hatte bis vor kurzem keine GF benutzt. Daher kann ich mich an das meiste erinnern. Was mit Seffi? Sie hat doch im Ballamgarten zum ersten Mal eine GF gekoppelt. Wahrscheinlich nicht. Ich muss euch etwas gestehen. Was denn? Als ich 12 war, hatte ich an einem Training teilgenommen und da habe ich ein Monster besiegt, das eine GF besaß. Ich habe sie schon damals benutzt, daher kenne ich das schon. Irgendwas ist komisch, ich kann mich nicht mehr an den Namen erinnern. Das Ganze ist also doch wegen der GF? Was machen wir jetzt? Nichts, es ist doch alles in Ordnung. Nichts ist in Ordnung. Aha. Wenn sie jetzt ohne GF kämpfen, wir brauchen die GF unbedingt, ohne sie kommen wir nicht weiter. Auch wenn wir dafür etwas opfern müssen, werde ich sie weiterverwenden. Wie wäre es, wenn wir ein Tagebuch führen würden? Dann können wir uns an alles Geschehene erinnern. Ist das wirklich okay? Ja, das ist okay. Ich muss mich nicht mehr daran erinnern, dass Seifer mich ständig geärgert hat. Außerdem brauche ich die Macht, um meine Eltern zu beschützen. Sie haben mich aufgenommen und erzogen. Könnt ihr euch an Mama erinnern? Sie trug immer schwarze Sachen. Mama, ihr schwarzes Kleid, das ist wie... Freundliches Gesicht, lange schwarze Haare. Ich wollte so werden wie sie. Ja, sie ist wie... Mama ist wie... Wenn ich an ihr Gesicht denke, ist wie... Sie heißt Idea Kramer. Mama ist die Hexe Idea. Oh. Da spitzt sich die Story zu. Würde ich mal sagen. Es wird spannend. Das. Ah, oh, genießt mal kurz die Melodie. Es ist wunderschön. Mama, Hexe Idea. Warum hat sie was? Warum hat sie die Raketen abgeschossen und Kriege geführt? Das können wir jetzt nicht herausfinden. Da hat er recht. Hört mal bitte her. Den Garten und die Seeds hat sie sich doch ausgedacht, nicht wahr? Ich bin zwar kein Seed, aber so viel habe ich begriffen. Seeds kämpfen gegen die Hexe. Irgendwas stimmt da nicht. Als Seifer mich folterte, fragte er, was die Seeds eigentlich sind. Unsere Mama müsste das doch eigentlich wissen. Aber die Hexe Idea ist unsere Mama, so viel steht fest. Was geht hier ab? Hörst du mir zu, Arcanis? Ich wollte eines sagen.
Ja, komm, Punkt. Ich kann verstehen, was Renoir gesagt hat. Aber trotzdem werde ich kämpfen. Ich will mein Leben nicht bereuen müssen. So denken auch die anderen, meine ich zumindest. Und daher sollte uns bewusst sein, dass wir gegen Mama kämpfen. Man sagt doch, dass ein Mensch unbegrenzte Möglichkeiten hat. Aber ich glaube nicht dran. Ich hatte immer nur eine kleine Auswahl, manchmal überhaupt keine. Überhaupt keine. Ich stehe jetzt hier, weil ich trotz allem immer meine Wahl getroffen habe. Daher haben meine Entscheidungen, die ich bisher getroffen habe, eine wichtige Bedeutung für mich. Klar, wir kämpfen gegen unsere geliebte Mama und wir können wegen der GF unsere Erinnerung verlieren. Aber ich sage, na und? Ich bin nicht aus purem Zufall hier. Ich stehe hier, weil ich mein Leben selbst bestimmt habe. Und dazu kommt, dass wir als Kinder alle zusammen waren. Wir konnten aus verschiedenen Gründen nicht zusammenbleiben. Weil wir damals noch Kinder waren, konnten wir nicht alleine leben. Es gab auch keine andere Wahl. Mehr als zweien konnten wir nicht. Aber wir sind jetzt wieder zusammen. Neue Kameraden, Freunde sind hinzugekommen. Wir sind keine Kinder mehr, wir sind stark geworden. Weil wir nicht mehr wollen, dass wir auseinandergerissen werden. Deswegen werde ich kämpfen. Ich will so lange wie möglich mit euch zusammen sein. Das ist ja auch das Einzige, was ich tun kann. Ich auch. Ich will kämpfen. Ich will mir nichts gefallen lassen. Scheiße ist, dass wir gegen unsere Mama kämpfen müssen. Je nach Situation müssen sogar die Gartenschüler gegeneinander kämpfen. Renoir, das ist unsere Art und Weise, wie wir uns und unsere Freunde beschützen. Bleib bei uns, wenn du das akzeptieren kannst. Wir wollen alle, dass du bleibst. No. Wie lieb. Hey, schaut mal. Schnee. Juhu. Ein Geschenk der Elfen. Es gibt hier keine Elfen. Lass uns doch zu Edeas Waisenhaus. Wie es dort jetzt aussehen mag. Vielleicht erfahren wir dort etwas. Du meinst darüber, was mit unserer Mama passiert ist? Die Ursache liegt doch in der Vergangenheit, oder? Die können wir aber nicht ändern. Egal, was der Grund dafür gewesen war, es ändert nichts an der Lage. Aber ehrlich gesagt will ich es auch sehen. Lasst uns jetzt Edeas Haus suchen. Okay. Ihr seid alle so stark. Stark? Das stimmt nicht. Wenn wir über alles nachdenken, werden wir zu ängstlich. Ich glaube, dass sich jeder dafür fürchtet. Vielleicht gibt es eine friedliche Lösung. Muss man gucken, ne? Okay, Selfie, du kommst natürlich auch mit. Ich mag zwar Selfie nicht sehr, aber man kann nicht sagen, dass sie ein schlechter Charakter von der Stärke her ist. So, und ich würde sagen, wie es weitergeht, erfahren wir dann im nächsten Stream. Ich werde hier jetzt erstmal aufhören, da ich leider nicht mehr so viel Zeit habe. Es wird auf jeden Fall am Mittwoch und am Donnerstag weitergehen, denn an den Tagen habe ich an beiden Tagen frei, was nun eine schöne Sache ist, finde ich, da wir dann diese Woche wieder ein bisschen öfter streamen können. Ich werde hier auf jeden Fall erstmal speichern. Bis zum nächsten Mal werde ich schauen, dass wir, bis zum nächsten Mal muss ich gar nichts mehr schauen. Es geht dann einfach beim nächsten Mal genau hier weiter, wo wir aufgehört haben. Ist halt ja auch nur in drei Tagen, besser gesagt. Und dann gucken wir auch, dass wir im nächsten Stream, endlich unsere, Erzengel-Zauber bekommen. So, ansonsten, ihr könnt wie immer gerne auf meinem Discord-Server beitreten, dann können wir auch außerhalb des Streams zum Beispiel miteinander schreiben, über das Spiel, über andere Spiele, oder was auch immer. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr das möchtet. Ansonsten könnt ihr auch auf YouTube den kompletten Streamverlauf hier verfolgen, denn alles, was zu Final Fantasy 8 gemacht wird hier, wird gerade dort hochgeladen und Final Fantasy 15 gibt es auf meinem YouTube-Kanal. Ansonsten würde ich sagen,
das war's. Und ich würde sagen, wir hosten jemanden. Wir raiden jemanden. Und zwar schaue ich erstmal, wer überhaupt live ist. Wenn jemand live ist, den ich hosten möchte, also raiden möchte. Aber wie es aussieht, ist niemand live, den ich raiden möchte. Schade. Dann lassen wir das, machen das dann halt beim nächsten Mal eventuell. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.